könnte die Verwandlung aufhalten. Die Kokons würden sie schützen, bis wir Hilfe holen. Die einzige Hoffnung. Widerstrebens, ihr kriegt mich da nicht. Nee, das klingt nach einer okayen Idee. Besser als alles andere, was jetzt gerade bleibt. Tu es einfach. Mach, dass es aufhört. Wir haben ja keine Chance. Entweder muss sie sterben, wir kriegen ihn irgendwie raus und wissen nicht wie, oder wir schieben sie in den Kokon. Gott, ich hoffe, da draußen wartet niemand auf uns. Nein, nicht rauftreten. Oh Gott. Ich bleib lieber konzentriert. Am Ende müssen wir, kriegen wir kriegt dann die Wind oder so. Komm schon, Rachel, halt dich. Vielleicht können wir die Infektion rausbrennen. Na dann los, sie stirbt. Hör auf abzuhauen, Rachel. Wir wollen dir doch noch helfen. Igitt! Wir haben sie echt gerettet. In mir drin. Ich mache dieses Mistvieh kalt. Nein, Rachel, jetzt lauf nicht hinterher. Die laufen echt hinterher. Ich fasse das nicht. Können wir nicht einfach das gut sein lassen? Und froh sein, dass es uns nicht umgebracht hat? Außerdem können wir das Bacteries auch machen, wenn wir sie wieder treffen, mit dem Ding rausbrennen. Da ist nichts drin. Gut, wo ist der Parasit? Wenn wir schon müssen. Da scheint auch nichts zu sein. Na komm, wo bist du? Und wenn er sich da drin versteckt, das ist doch viel zu tief, als dass wir ihn sehen würden, oder? Ich kann die Maus auch nicht bewegen, außer einmal reinzugucken. Maussteuerung ist ein bisschen blöd bei sowas. Wo bist du, du ekelhafter Wurm? Bleibt nur noch der hier. Oder muss ich doch irgendwie bewegen? Aber ich verstehe nicht, wie ich die Maus bewegen soll. Oh Gott, okay, wir mussten nicht bewegen. Das war schon richtig, was wir gemacht haben. Wieder reinkrabbeln wollte. Ekelvieh, Mann. Widerlich. Schlag drauf. Oder ja, verbrenn es. Los. Bevor es wieder aufwacht. Wieso fassen wir es an? Ich will es nicht anfassen. Nein. Gut, dass wir es entscheiden können. Ich fasse es nicht an. Am Ende beißt es uns. Wir sind beim Nest angekommen. Ich bin jetzt Salim. Kokongewölbe 4:57. Mann, sind das viele. Wir dürfen sie auf gar keinen Fall aufwecken. Sonst haben wir ein großes Problem. Das besteht alles aus Kokons. Ja, wir müssen Tausenden aufpassen. Davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Können wir wirklich mit dem alten Dynamit... Ich meine, wir haben gelesen, dass es sabotiert wurde. Wenn wir Pech haben, funktioniert das auch nicht, was wir gerade haben. Shit, sie schlüpfen. Oh Gott, sie schlüpfen schon. Toll. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Ja, wir haben es verdient, uns die Rache zu holen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Dürfen wir das entscheiden? Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln.
Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Okay. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Komm, gib ihm das. Eric, gib ihm das doch. Er wird das eher brauchen. Wahrscheinlich war unsere Beziehung nicht hoch genug mit ihm. Vermutlich sogar nicht. Ich hoffe, das hat keine zu großen Auswirkungen. Ich würde gerne mit allen lebendig hier rauskommen. Auch mit Clarice, falls wir sie nochmal treffen. Ich bin auch froh, dass Ashley nicht stirbt. Schwer zu erkennen. Das ist nichts, oder? Das Einzige, was wir uns angucken können, ist das da oben. Was genau sollen wir hier jetzt machen? Oh, wir können jetzt weiter. Okay. Was sind das für Maschinen? Da ist aber niemand geschlüpft. Da schlüpft einer. Da ist einer vor ihm. Links vor ihm. Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Sehr vorsichtig, Nick. Oh, wir müssen ihn jetzt auch spielen. Okay. Okay, versteck dich. Erste Ladung platziert. Over. Versteck dich. Wo lang? Links, rechts. Rechts. Los! Oh mein... Warum? Warum musst du jetzt da sein? Von dem brauchen wir eh keine Angst haben. Der läuft immer nur dramatisch und dann bleibt er stehen. Oh nein. Weil er verarztet hat. Weil er Salim verarztet hat und nicht sich selbst. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott. Bitte, finde uns jetzt nicht nur wegen einer Verletzung. Komm schon. Alles wird gut, Nick. Du wirst nicht sterben. Nicht heute. Nicht so. Nicht so. Gut, es ist schneller geworden. Er hat es nicht gesehen, oder? Nein, oh Gott, ich dachte gerade. Sei vorsichtig. Ich möchte nicht, dass Nick stirbt. Ich meine, er ist nicht mein Lieblingscharakter, aber das hat er nicht verdient. Der hat nie was Falsches gemacht. Der war die ganze Zeit nur lieb. Komm schon, nur noch der Rückweg. Oder müssen wir noch eine platzieren? Ist das krass. Ich weiß, es ist krass, aber guck dich nicht um. Geh. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Müssen wir jetzt entscheiden? Weitergehen oder zurückziehen? Oh. Wir gehen weiter. Ich versuche es. Aber vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig, okay? Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, weil wir weitergegangen sind. Das ist viel zu einfach. Ja, irgendwas muss daran faul sein, wenn es so einfach... Oh mein Gott. Versteck dich, Nick. Oh nein. Oh Gott, vielleicht hätten wir doch gehen sollen. Es sind zu viele. Die töten. Nick, versteck dich. Oh, ja, Wir müssen ihm Bescheid sagen. Halt. Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Was doch? Warn ihn. Was? Warn ihn. Hey, wie sieht's da oben aus? Warn ihn. Sag's ihm. Gott sei Dank. Sie haben dich umzingelt. Hunderte.
Wenigstens bist du ehrlich zu mir, Mann. Tut mir leid, Nicky. Für das hier. Und auch die Sache am Checkpoint. Nein, wir werden überleben, okay? Sowas passiert. Geh out. Wir werden überleben. Die werden nicht merken, dass wir hier sind. Oh Gott. Die werden nicht merken, dass wir hier sind. Wir schaffen das hier raus. Wenn Rachel das überlebt hat mit einem Parasiten vorher, dann schaffen wir das jetzt auch mit diesem Dynamit anbringen. Wir kriegen das hin. Oh Gott, sind das viele. Wir schaffen das. Nicht entdecken, kommt schon. Ist echt schwer zu sehen, wenn er da vor dem Bildschirm ist. Sprengstoff platziert. Das ist schön. Nein, nein! Nein. Was, wieso gehen wir einfach? Nein! Wir schaffen das, okay? Oh mein Gott, er wird sterben. Wir hätten nicht weitergehen sollen. Okay. Gerade war ich noch traurig, aber das sah so lächerlich aus, diese Animation, wie er gestorben ist. Er wurde von Jesus gerufen. Ach, aber Mann, wir hätten nicht weitergehen dürfen. Verdammt. Nick, antworte verdammt! Wie soll er das überlebt haben? Komm schon, Bruder, sag was. Aber wir haben alles ordentlich gemacht. Wir haben Herzschlag und vielleicht besteht eine Chance? Tut mir leid. Wenn er weggeflogen ist. Vielleicht kommt er als halb verbranntes Opfer wieder raus. Da ist er. Komm schon, steh wieder auf. Du lebst noch. Ja, du lebst noch. Ja. Hört mich jemand? Bitte. Eric. Ist das Nick? Er lebt. Ja, er lebt noch. Wir müssen hin. Was ist deine Position? Bin 200 Meter vorm Ausgang. Wir haben es geschafft. 20. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Wir helfen ihm. Los. Oh, Kurum, bitte. Bitte nicht. Wieso musst du jetzt hier sein? Bitte nicht. Ist das, weil wir vorher das Kreuz benutzt haben und nicht die Waffe? Halt euch, Sergeant! Wir kommen! Komm schon! Komm schon! Wir schaffen das! Komm schon! Nick, du stirbst jetzt nicht! Ja! Salim! Gott sei Dank! Wir leben noch! Ja, wir haben es geschafft! Komm schon, jetzt hauen wir ab! Ich hab dich! Gott sei Dank! Ich weiß, die haben keine Verbände mehr oder so irgendwas, aber wir schaffen das raus, alle!
jeder von uns wird es hier raus schaffen.